Grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Wochenendwetter für die Schweiz und natürlich auch das Wetter für den 1. August. Und die gute Nachricht ist, das, was ich vor ein paar Tagen schon gesagt habe, es sieht immer noch gut aus für den 1. August. Allerdings für Heuwetter, ja, es ist nur eine kurze Abteilung, wo es überall in der ganzen Schweiz sicher trocken ist. Die letzten Regenspritzchen am Sonntagmorgen dann im östlichen Alpenanhang Richtung Alpstein. Und die ersten Regengüsse und Gewitter dann wahrscheinlich schon wieder am Dienstag. Das heisst, das überall trockene Fenster, fast überall in der Schweiz, ist meistens Sonntagmorgen bis am Montagabend. Und ist ein bisschen kurz und vor allem, wenn eben am Sonntag ja auch nicht alle Leute heuen. Zuerst aber mal der Reihe nach, jetzt der Samstag, die Sonnenscheindauer vom Samstag. Man sieht immer noch, wie es da staut. Alpen-Nordhang, vor allem Richtung Osten, keine oder fast keine Sonne. In jede Richtung allerdings schon deutlich mehr Sonne. Man hat dann schon Richtung Genfersee 7 Stunden, im Oberwallis 9 Stunden, im Tessin bis 10 Stunden und auch im Mittelland Richtung Jura, so immerhin 3 bis 4, zum Teil 5 Stunden Sonne. Wie gesagt, Samstag dann der letzte Tag, wo es noch häufiger Regengüsse gibt, Richtung Sonntag, sieht es dann schon deutlich besser aus. Man muss dann nie mehr fast nichts einzeichnen. Man sieht immer noch ein Gebrodel dort am Alpen-Nordhang nahe an den Bergen, hat man dann halt die Quellwolken, darum dort nur so die 4 Stunden. Aber sobald man ins Mittelland rausgeht oder Richtung Westen, Süden, Osten, auch im Oberengadin 8 Stunden, also fast überall schon einen ziemlich guten Tag am Sonntag und dann eben eigentlich der schönste Tag von allen. Das ist wirklich gut getüpft. Okay, die Fahne ist nicht gut gemögelt, aber kann man trotzdem Mühe geben. Der Montag, der 1. August, ein trockener, weitgehend sonniger Nationalviertag. Vielleicht in den oberen Tessiner Tälern, dass es dann doch ein bisschen deutlicher brodelt Richtung Nachmittag und Abend. Gewitterrisiko aber gering. Der ganze Rest der Schweiz ein sonniger, ein trockener und auch einigermaßen warmer Tag, West und Süden, immerhin Richtung 27, 28 Grad. Im Osten, im Flachland, so um die 3. 24 Grad, sieht also allgemein gut aus zum Serval abbröteln und Feuerli machen und all diese schönen Sachen, die zum 1. August gehören. Geniessen Sie es. Weitere Informationen übrigens, wenn Sie weiter Wetter wissen wollen. Natürlich hier weiterhin auf wetterkachelmann.wordpress.com, auf dem YouTube-Kanal oder auf meteozentrale.ch oder auch laufend auf dem Twitter-Account mit j-kachelmann. Auf dem Twitter. Bis dann, alles Gute und alle miteinander.